befinden uns in Esslingen-Mettingen in der Siemensstraße bei einer Firma. Wir sind hier gegen 37 alarmiert worden zu einem Gefahrgutunfall. Hier soll Salpetersäure mit einem anderen Stoff gemischt worden sein und dadurch sind nitrose Gase entstanden, eine starke Rauchentwicklung und es sollten zwei Personen verletzt worden sein. Bei uns im Eintreffen waren zwei verletzte Personen anzutreffen. Die hatten Augenreizungen und dementsprechende leichte Verletzungen an den Armen durch dieses Säuregemisch. Die sind dann sehr schnell durch den anwesenden Rettungsdienst, der mit uns eingetroffen ist, versorgt worden. Wir wussten natürlich am Anfang nicht, wie genau dieses Mischungsverhältnis bestanden hat und welche Stoffe letztendlich zusammengemischt wurden. Wir haben dann dementsprechend einen Lüfter vorgenommen, damit wir diesen Raum, der in sich im Gebäude befand, auf der Rückseite, auf der Gebäuderückseite, dass wir hier in diesem Gebäude einen Überdruck hinbekommen, dass sich diese nitrosen Gase nicht mehr im Gebäude verteilen konnten. Dann haben wir sämtliche Türen verschlossen und das Gebäude von Menschen dann, die noch anwesend waren, geräumt. Die Mitarbeiter der umliegenden Firmen und der betroffenen Firma wurden in einem Bus der SVE dementsprechend gesammelt, gesichtet, auch nochmal vom Rettungsdienst. Und die werden jetzt in einem Zentrum, in einem Gebäude in Mettingen, im Kulturzentrum werden diese untergebracht. Ja, wir haben jetzt zusätzlich zu unserem Gefahrgutzug der Feuerwehr Esslingen, haben wir den Messzug der Feuerwehr Ostbildern hinzualarmiert mit einem Chemiker. Das war notwendig geworden, dass wir hier die Stoffidentifikation durchführen können und dass wir zusammen mit dem Chemiker unsere Maßnahmen treffen, wie wir diesen Stoff separieren können, aufnehmen können und den wir dann letztendlich auch nach der Entsorgung über die betroffene Firma selber zuführen müssen. Wir sind mit einem Trupp unter Chemikalienschutzanzug zur Sicherung der Gebinde, die dort in diesem Raum waren, vorgegangen. Dann haben wir noch mehrere Trupps unter Atemschutz gehabt, die erstens mal für diesen Trupps zur Unterstützung gedient haben und zweitens haben wir im Gebäude selber Messungen durchgeführt, wie die Konzentration der dementsprechenden Gase ist. Ja, wir hatten jetzt noch, soweit ich mitbekommen habe, einen Paralleleinsatz an einer Tankstelle gehabt in Esslingen, wo ein Fahrzeug verunfallt ist. Das haben dann Kräfte anderer Wachen plus die Abteilung Stadtmitte durchgeführt, weil doch hier im Bereich dieser Einsatzstelle nahezu 50 Kräfte und 14 Fahrzeuge eingesetzt sind. Wir haben hier in Absprache mit dem Chemiker noch weitere Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Die dementsprechenden Gebinde wurden in Überfässern separiert. Die werden jetzt gekühlt und belüftet und regelmäßig alle 10 Minuten mit einer Wärmebildkamera wird hier auf eine Reaktion hin gemessen. Der Chemiker bleibt deswegen auch noch hier vor Ort. Es wurden zwei Mitarbeiter mittelschwer verletzt mit Augenbeteiligung. Die wurden notärztlich vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Stuttgart transportiert. Vor Ort waren hier insgesamt drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, letztendlich 8 Einsatzkräfte. Die restlichen Mitarbeiter werden derzeit hier vor Ort betreut. Für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes besteht hier vor Ort keine Gefahr. Wir treten nicht in den Gefahrenbereich ein. Dafür ist die Feuerwehr zuständig. Wir bekommen dann eben die Patienten vor Ort übergeben nach Rettung durch die Feuerwehr. Zur Absicherung der Einsatzkräfte der Feuerwehr kommt noch zusätzlich ein ehrenamtlicher Rettungswagen, der sich im Falle der Fälle um die Betreuung der Einsatzkräfte kümmert.